So, gucken wir mal. Na komm. Kein Freund, ne? Ja. Keine freundliche Röhre. Immer diese unfreundlichen Röhren. Dabei bin ich Klempner. Und noch ein Riesengrubschi. Ist das eine freundliche Röhre? Das scheint eine freundliche Röhre zu sein. Okay. Did you already found the yellow and red switch yet? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe das schon so lange nicht mehr aufgenommen. Boah. Mit diesem Echo-Effekt hört sich das an, wie als würde ich in einem Orchester stehen. Och, jetzt fühle ich mich toll. Jetzt fühle ich mich toll. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Cave Factory. Eine Höhlen... Okay. Oh, Wario-Land-Musik. Also bisher, dafür, dass das dein erster Hack ist, mir fällt der Name nicht ein. Ich nenne jetzt einfach mal Triple M. Genau, Mario Mission Maker. Wir nennen jetzt alle mal Triple M, genau. Den Mario Mission Maker. Ja, also dafür, dass das dein erster Hack ist, Triple M, muss ich sagen, ist das doch eigentlich, ist der eigentlich recht gut? Recht gut, also vom Design her, von der Musik her, von den Custom Sprites her, spricht es mich auf jeden Fall an. Nur vom Schwierigkeitsgrad her, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, also es gibt ja genügend Leute, die diesen Hack auch Let's Playen werden. Aber vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, in manchen Leveln, also es ist noch etwas unausbalanciert. Also das soll jetzt nichts Schlechtes heißen, nur du solltest dir vielleicht Mühe geben, die Level so zu konstruieren, dass sie mit dem Spielfortschritt halt auch immer schwerer werden, so wie es halt im originalen Super Mario World war. Uah. Vielleicht solltest du dich mal daran etwas orientieren. Ja, ich habe jetzt hier schon drei Stellen gesehen, wo ich so ein verdammtes Springboard brauche und ich habe noch keins gesehen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wow. Ah, da. Ja. Da, 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 da. Scheibenkleister. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, auch wenn ich hier hin und wieder faile. Ich will natürlich sagen, 80% der Fails ist natürlich auf meine Unfähigkeit zurückzuführen. Keine Frage. Was ist hier? Ach Gott. Okay. So, noch einmal zurück. Es wird sowieso kein Weg dran vorbei. Springboard nehmen und wieder zurückrennen. Ach ja. Na, also jetzt ist eh egal. So. Ja, vielleicht solltest du dich einfach mal daran etwas orientieren. Oh Gott, Scroll-Level, ich hasse sie. Und vielleicht solltest du dir für dieses Level auch mal überlegen, vielleicht einen anderen Hintergrund zu nehmen. Ich meine, unser lieber Freund Agenberg, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, hat da ein tolles Tileset gefunden oder, glaube ich, auch selber geschrieben. Oder, glaube ich, geschrieben oder selbst erstellt. Von einigen Fabriken im Hintergrund. Der Freaky kann dir da auch bestimmt gerade sagen, hoch, wo geht's denn hier hin? Okay, also entweder habe ich jetzt hier gerade einen Secret Exit gefunden, wovon ich im Moment jetzt ausgehe, oder ich habe jetzt gerade wirklich das Normal Exit gefunden. Ich weiß es gerade nicht. Okay, Moment. Das will ich jetzt hier rausfinden. Moment. Ja, habe ich... Ups. Nein, das war das richtige Exit, okay. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier in das Haunted, in die Haunted Mansion. In...
gefällt mir. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Pilz! Oh, sie kommt mir bekannt vor, nur ich weiß es gerade nicht, wo ich das zuordnen kann. Vielleicht können wir das... What the hell? Da oben ist ein Schlüssel. Wie komme ich an den Schlüssel daran? Okay. Ich glaube, dazu bräuchten wir dann eventuell ein Springboard wieder. Ah, oder so natürlich. War eine Frage, habe ich jetzt gerade gefailt? Ich will doch mal hoffen, dass ich jetzt nicht gerade gefailt habe und den Schlüssel noch brauche. Ich versuche mal jetzt groß zu bleiben, weil da vorne war der Ausgang, wenn ich mich richtig erinnere. Durch diese Röhre. Genießen wir jetzt einfach mal ein bisschen die Musik hier. Aha. Ja, hier, genau hier war das. Einer. Oh, könnt ihr mir mal bitte irgendeiner sagen, woher diese epische Musik kommt? Also. Oh. Ich habe gerade gefailt. Und zwar so sehr in meinem Leben habe ich noch nie gefailt bisher. Oh Gott. Nein. Ja, Leute, ich weiß, was ich machen muss. Ich habe den Pfeil da eben nicht gesehen. Bei dem wir eben waren. Das ist jetzt scheißegal, einfach mal durchrennen.